Ja, liebe Leute, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg nach Düsseldorf. Meine Damen und Herren, wir erreichen dann gleich Frankfurt Flughafen. Sie bekommen alle Anschlüsse wie geplant. Ladies and Gentlemen, our next stop is Frankfurt Airport. All connections will be reached. So, wir sind jetzt Frankfurt Flughafen und ja, geilste noch Impressionen hier aus dem ICE, aber nicht mal weniger. Denn die Baureihe 403 habe ich euch ja schon auf der Fahrt nach München genau vorgestellt. Gut, bis gleich. Ciao. Ladies and Gentlemen, our next stop Köln Fairport Deutz. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt kurz vor Düsseldorf Hauptbahnhof und ich hatte gesagt, dass ich noch ein paar Worte loswerden möchte, was ich hiermit auch gerne tun möchte. Und zwar folgendes: Heute Morgen, also erstmal möchte ich mich dazu rechtfertigen, warum ich jetzt nicht allzu viele Vlogs habe. Der Grund dafür war erstmal, dass, als wir heute Morgen in Dortmund gestartet sind, unser Regional-Express plus 40 hatte, aufgrund eines Personenschadens im Bereich Dortmund kamen. Anschließend ging es damit weiter, dass die Schaffner mich ganz kirre gemacht hatten bei NX. Weil wir da nicht genug Tickets hatten. Gott sei Dank hat uns dann der Kollege, der noch mit uns gefahren ist, der in Düsseldorf zugestiegen ist, der uns dann noch mit Tickets ausgeholfen, dass wir dann reibungslos nach Köln vom Flughafen gekommen sind. Die Flixbusfahrt, die ist eigentlich reibungslos verlaufen, da kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Ja, und in Frankfurt gab es dann Komplikationen beim Ticketkauf, ja, uns hat das nötige Geld gefehlt, um noch ein Ticket für eine dritte Person zu kaufen. Ja, dass wir dann gezwungen waren, Pfand zu sammeln, was gar nicht meine Art ist, möchte ich hierbei nochmal betonen. War halt eine miese Situation. Wäre das jetzt im Ruhrgebiet alles passiert, hätten wir den Schirmmasse gar nicht gehabt. Und jetzt möchte ich auch noch mal ein paar andere Worte loswerden. Und zwar viele werden sich wahrscheinlich darüber wundern, dass ich trotz dieser, sag ich jetzt mal, Corona-Maßnahmen trotzdem so viel unterwegs bin. Weil ich war ja jetzt vor 10 Tagen in München und und heute in Frankfurt. Das liegt einfach daran, ich bin jetzt mal offen. So. Ist egal, was Brauheit daraus macht. Ich bin jetzt einfach mal offen. Ich bin Autist. Und ich lebe jetzt seit 10 Jahren in einer Einrichtung. Und ich hatte mal so gut wie meine Freiheiten letztes Jahr da schon mir erarbeitet. In meiner alten Jugendeinrichtung. So. Und
dann ging das mit der ganzen Corona-Pandemie los, 2020, also so im März, April 2020 rum. Und bis zu meinem Umzug wurde ich quasi, also ich möchte nicht sagen eingesperrt, aber man hat uns gesondert geschützt so vor diesem Virus und halt die Angehörigen von meinen Mitbewohnern damals und so. Und das hat bei mir so tiefe Narben hinterlassen einfach, dass ich mir das Reisen gar nicht verbieten lassen möchte, ehrlich gesagt. Und ja, und ich bitte da in dem Fall auch um Verständnis. Konstruktive Kritik möchte ich hier nochmal erwähnen. Konstruktive Kritik ist jeder dazugehört. Nur bitte keine Beleidigungen oder Hasskommentare etc. Die entferne ich. Ja, das sind die Dinge, die ich loswerden wollte, ganz gerne. Wie gesagt, falls ihr mal Bock habt, mit mir Ausflüge zu machen oder so. Ich meine, wir, die Trainspotter-Community, die mit uns in der WhatsApp-Gruppe ist, die kann mich jederzeit kontaktieren. Wenn ihr aber auch mal mich kennenlernen wollt oder ähnliches, dann schreibt mich doch gerne an. Man kann immer miteinander sprechen, so. Ne? Hater natürlich nicht, möchte ich nochmal betonen. Aber Leute, die freundlich sind, ich habe ja sehr viele treue Zuschauer auch bei mir auf dem Kanal. Und genau. Ja. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch allen einen schönen Abend. Und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es weiter bis Dortmund geht. Bis dann. Meine Damen und Herren, once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours and dreamed of all the great things we could do. Is everybody ready? Those were the days, my friend. We thought it never end. We'd sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and never lose, 'cause we were young and sure to have our way. Those were the days, my friend. We thought it'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and never lose. Those were the days. Oh yes, those were the days. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Lost our staring oceans on the way. And if by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd sing. Those were the days, my friend. We thought it'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We live the life we choose. We fight and never lose, 'cause we were young and sure to have our way. Gentlemen, welcome aboard on the ICE to Münster via Gelsenkirchen and Recklinghausen. We wish you a pleasant journey. Ladies and gentlemen, our next stop, Duisburg. Arrival time at 23:05. Hello,
of a summer breeze is beautiful and free. No more autumn leaves as the sun shines down on me. The streets like a carnival, people everywhere. Nothing can stop us now, you can feel it in the air. Oh. So everyone dance, here comes the summer. Everyone's chance to love one another. Summer romance, there's a beautiful lover. Everyone dance. Here comes summer. Dancing close to you, I can feel your heart on mine. Oh no, I know we've been moving fast, losing track of time. Where will it go from here? Only we decided. When everything feels right, oh no. So everyone dance, here comes the summer. Everyone's chance to love one another. Summer romance, there's a beautiful lover. Everyone dance, here comes the summer. Everyone dance, here comes the summer. Everyone's chance to love one another. Summer romance. What it was like before we discovered. Everyone dance, I'm loving this summer. So everyone dance, here comes the summer. Everyone's chance to love one another. Summer romance is a beautiful lover. Everyone dance, here comes the summer. Everyone dance, here comes the summer. Everyone's chance to love one another. Summer romance is a beautiful lover. Everyone dance, cause here comes the summer. Everyone dance, here comes the summer. Everyone's chance to love one another. Summer romance is a beautiful lover. Everyone dance, cause here comes the summer. Here comes the summer, everyone's chance to love one another. Summer romance is a beautiful lover. Everyone dance, cause here comes the summer. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt wieder am Duisburger Hauptbahnhof angekommen. Und ja. Jetzt geht es zum Regionalexpress 6, der uns dann nach Dortmund bringen wird. Genau, und ja, noch kurz Impressionen aus dem RRX und ja, dann haben wir es geschafft.
das bei Nias ja nicht so. Aber trotzdem weint, das kommt bestimmt vom Glücklichsein. Ich geb mich ganz in deine Hand, das Herz ist stärker als Verstand. Je t'aime, mon amour. Ich küsse dir die Augen zu. Alles, was ich jetzt brauche, bist immer nur du. Wie viele Stunden hat die Nacht, wenn meine Zärtlichkeit erwacht? Spür, wie die Wärme deiner Hand das Eis in meiner Seele taucht. Stunden hat die Nacht, wenn dein Gefühl mich hilflos macht. Es gibt für uns nur Liebe pur. Ce soir je t'aime, mon amour. Bist mir ganz nah im Kerzenlicht und deine Augen streicheln mich. Lieg in deinem Arm und sag, was ich sonst nur zu denken war. Je t'aime, mon amour. Wie viele Stunden hat die Nacht, wenn meine Zärtlichkeit erwacht? Spür, wie die Wärme deiner Haut das Eis in meiner Seele taucht. Wie viele Stunden hat die Nacht, wenn dein Gefühl mich hilflos macht. Es gibt für uns nur Liebe pur. Ce soir je t'aime, mon amour. Die Nacht, wenn meine Zärtlichkeit erwacht, spür, wie die Wärme deiner Hand das Eis in meiner Seele taucht. Wie viele Stunden hat die Nacht, wenn dein Gefühl. Liebe Leute, ich begrüße euch jetzt wieder ganz herzlich aus Dortmund Hauptbahnhof. Wir sind jetzt hier angekommen. Der Rena Espresso 6 endet jetzt hier. Es ist jetzt kurz vor 12. Und und jetzt müssen wir noch 4 Stationen, meine ich, sind da mit der Eurobahn fahren. Und dann haben wir es geschafft für heute. Das ist immer sowas, was ich liebe. Ja, gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, liebe Leute, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt am Ziel. Wir haben jetzt mitten in der Nacht. Einen Moment, wir haben jetzt 0.23 Uhr und ja, sind jetzt da. Ich hoffe, ihr habt euch alle 3 Teile angesehen. Meine ausführliche Rede habe ich ja vorhin im ICE schon gehalten. Da gibt es hier dem nichts mehr hinzuzufügen. An dieser Stelle wünsche ich euch heute, wir haben es ja jetzt schon Sonntag, einen schönen Tag. Bleibt bitte gesund und bedanke mich bei denjenigen, die sich alle 3 Teile ganz angeschaut haben, fürs Zusehen. Macht euch einen schönen Sonntag, bleibt bitte gesund. Tschüssi, bis zum nächsten Vlog.